Und ich beginne diese Folge und sage Hallo. Dawn ist immer noch ein Loch. Hallo. Wart immer noch, dass André nach Hause kommt. Ey, weißt du was? Ich habe ein Schaf gefunden. Sogar zwei. So, dafür dürfte jetzt erstmal sterben. Aber ich glaube, du brauchst So drei, lange weil. suchen durfte. So Ah. lange, dass du. Weil du keine Schere hast. Ah, Brauchst. warte, das dritte ist auch da oben. Gleich geht die Sonne auf. Oh, wir sind immer pünktlich hier mit den Schafen. Ja, aber immerhin für nächste Nacht, ja. Darunter. Ich bin immer noch erkältet, immer noch Wo ist es krank. jetzt hingejumpt? Ich bin nirgendwo hingejumpt. Nee, da ist es. Aber wir sehen gerade, der Morgen bricht den Tag. Ich kann gerade nicht in erzählter Stimme reden, weil ich erkältet bin. Aber immerhin habe ich jetzt schon mal das geschafft, was ich von Folge 1, glaube ich, an machen wollte, Pferde zähmen. Yes, überlebt. So, jetzt muss ich es nur noch rechtzeitig nach Hause schaffen, weil sonst bringen wir diese drei Ja, die werden dir nichts bringen. Die Sonne geht gerade auf. nicht. Nee, ich meine eher wegen Hunger. Essen. Achso. Ja, gut, das ist natürlich ein Scheiße. weiteres Problem, möchte ich sagen wollen. Jetzt brauche ich ein Schwein oder sowas. Das wäre jetzt auch. Da ist es doch, ja. Schweine gibt es hier, glaube ich, auch in der Gegend. Und dann werde ich direkt mal von Spinnen attackiert. Geil. Oh, sogar zwei. Haut ab. Oh, da brennt schon ein Zombie, beziehungsweise ein Skelett. Das freut den Leon doch. Kann er sich jetzt gleich Dreck nehmen und das Loch da mal zubauen. Und gleich fängt das Gebohre wieder an. So. Greif mich nicht mehr an. Machen wir da mal zu hier. Okay, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Obwohl, nee, war es doch nicht. Schade eigentlich. Das ist definitiv fertig, das ist fertig. Fertig, fertig. Müsste das eigentlich auch mal mit Zäunen hier schützen, alles. Ich habe auch, glaube ich, habe ich noch die Zäune dabei. Natürlich habe ich sie nicht mehr dabei. Wozu auch? Und jetzt kann ich erst wieder zurücklaufen. Oh Gott. Da wünsche ich dir echt viel Spaß bei. Das hasse ich hier in Minecraft einfach. Ja, ich habe jetzt fertig. Ich kann jetzt überall hin, schnell wie der Wind. Ja, ohne Navi. Na gut, das haben die Pferde noch nicht eingebaut, aber vielleicht fahre ich da nochmal mit v bei VW vorbei und dann haben die das bestimmt. Riesenspalt. Ja, davon sind ja auch ziemlich viele, muss ich sagen. Überhaupt noch richtig? Geh mal einfach davon aus. Nur weil jetzt kann ich dich apporten. Vor ihr 5 Folgen lang nur rumeierst. Hatte ich nicht vor, nee. Das ist gut. Aber da ist schon mal das erste Pferd, das heißt, ich bin in der richtigen Gegend. Das ist leider richtig. Obwohl, was heißt leider? Da sehe ich doch schon mal dein Haus, jawohl. Gut, dann wirst du Kann hier ich ja direkt wohl. noch Holz mitnehmen? Das solltest du tun, ja. Oh, das Gatter ist natürlich falsch. Fast das Gefühl, der Zaun wird nicht reichen. Obwohl, ich habe jetzt noch 5 Stück. Da setzt jetzt noch ein Dreckblock hin. So, jetzt können sie nur noch von oben kommen. Und das sollen sie mal machen, wenn sie wollen. Oh. Ja, ich weiß, im Gatter setzen bin ich ein Profi. Den Dreckblock hier noch wegnehmen und hier noch den letzten Zaun hinsetzen. Juhu. Das ist natürlich super. Habe ich schon mal das Feld ein bisschen. Kann man nach dahin dann noch ein bisschen Jetzt werden hier erweitern. sogar Kühe.
Ja, ich glaube, das werde ich jetzt auch erstmal tun, ein bisschen Fleisch besorgen. Weil ich gerade überlegen bin, ob ich dann hier nicht direkt einfach erstmal ein paar Stallungen baue, wo ich ein bisschen was auch züchte. Nur soll ich dann nicht wieder so ausarten lassen wie in Staffel 1, wo dann so ein riesiges Gebäude ist und weiß nicht, wie viele Schafe und so. Aber ich glaube, ich muss das fast machen. Und dafür bin ich eigentlich auch hierher gezogen. Weil es hier halt direkt schön flach ist, ich hier nicht viel begradigen muss und direkt halt ein paar Ställe hinbauen kann, die ja wahrscheinlich nicht überdachen werde. Oh, jetzt habe ich mein Bett mal hingestellt. So. Das freut mich. Ich jetzt. Genau, ich setze mal jetzt mein Grundgerüst am besten. So. Jetzt die paar Samen jetzt mal hier hin. Samen. So, okay. Dann werde ich, glaube ich, jetzt hier mal so ein Ding lang ziehen. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ein Ding. Ja, von Seed, das Ding. Gibt's auch ein Lied, glaube ich. Gibt's da nicht ein Lied, Ding? Ach, ich weiß es nicht. Ja, man sieht, oder nicht? Ja. So, jetzt mal zum Grundgerüst hier. Wo ist eigentlich mein ganzes Holz noch da? Ist es? Tut mir leid. Welche Richtung will ich das Haus denn bauen? Das kann ich dir nicht sagen, muss ich sagen. Das ist schade. Habe ich nicht urviel. Ach ne, sind wahrscheinlich nicht so viele Ich hab Sticks. aber noch hier. Nicht so viele Sticks von übergeblieben, leider. Ja, so. Zaun. 6 Stück. Na, immerhin. Was soll der Geiz? Item brauche ich hier. Ja, komm. Irren. Dann machen wir gleich hier richtig. Ja. Können ganz viel Zaun machen. Da hinten sehen wir auch im Bild Hoffinator in Action. Achso, falls ihr Bock habt, mal als Gast dabei zu sein, könnt ihr mir gerne auch nochmal hier einen Kommentar unter das Video schreiben. Einer hat das schon gemacht, der hat ja auch angeschrieben. Er hat mir leider noch nicht zurückgeschrieben. Das ist gut. Ja gut, die haben mir noch heute erst angeschrieben, also von daher. Ach so, ja, wieder überpünktlich hier, mal wieder überpünktlich. Ja. Oh, das ist natürlich hier nicht so optimal gerade gelaufen. Ah, das ist so lang, was ich hier vorhab. Oh, André, André. Das Gatter verschiebe ich nochmal eine Runde. Nämlich hier hin. Obwohl, ich brauche hier nicht nochmal ein Gatter, dann habe ich immerhin jetzt schon mal eins für das da. Für die Stallungen hier. Ach, ich ziehe die jetzt hier auch noch ein nach vorne, komm. Das muss ja auch noch was aussehen. Soll ja hier keine halben. Ich mache hier keine halben Sachen. Das mache ich ja nicht. Sicher? Nein, aber. Ich muss es wenigstens sagen. Ich muss wenigstens selber davon überzeugt sein. So gut, Ja, ist gut. ich brauch noch ein paar Gatter, glaube ich. Das Problem wird sein, ich habe, glaube ich, kein Holz mehr. Ich glaube, ich gerade alles. Was mir auch nur unter die Finger kam, verwertet. Weil Dreck habe ich ein bisschen was, habe ich in der letzten Folge ein bisschen was abgebaut gehabt. So, hier eben die Hustenbonbon-Packung öffnen. Weil sonst huste ich die ganze Zeit durch und das wollen wir ja nicht. Ja, richtig. Warum sind die Pfeile in diesem scheiß Texture-Pack aus wie Dings hier, Schaufeln? Das kann ich nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall Eisen, damit du dir sowas machen kannst wie Schaufeln. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal das Feld erstmal komplett anpflanzen gehen. Ich glaube, ich habe nur leider gar keine. Wo erstmal 2 Eisen. Ich habe auch noch genau 2 Stickies. Ich muss auf jeden Fall auch noch Holz angehen. Man sieht hier vor meinem Haus, auf der Seite, wo ich letztes Mal das Terraforming Von als betrieben du ackern, sagst du? Jawohl. Geil. Hier ist ein Wald gewachsen. Und ich muss mal irgendwas erledigen. Man erkennt jetzt gar nicht mehr, dass es das hier mal anders war, ja? Möchte ich sagen wollen. Hätte ich das andere nicht gesagt, der wüsste es nicht. Gut, das hier kann man schon mal eher erkennen.
Da bist du, Spinny. Stirb! Und ich werde jetzt hier mal eine Fackel reinsetzen. Oder auch zwei oder vier. Wenn wir André da beim Abbau von Dreck sehen. Ja, ich brauche nur so ein bisschen mehr Platz hier. Ja, kannst du ja gerne machen. Diese eine Scheißebene. Ja, für mich noch. Ach, das Pferd gehört mir? Warum gehört mir das? Habe ich das schon gezähmt? Dann brauche ich wohl erstmal einen Sattel, um das auch noch in die Stellung zu bringen. Ich habe auch nur braune Pferde, ey. Bringt ja auch nicht viel. Das eine braune, was da unten war, das hatte ich gerade mal kurz gezählt, einfach mal so. Ach so. Ja, ich pack's in meinen Stall. Naja, kannst behalten. Das ist nett, das ist ja echt nett. Denke ich dir. Ich hoffe nur, wenn ich die Welt dann wieder in meinen Singleplayer packe, dass die Welt dann auch weiterhin mit den ganzen gezähmten Pferden und so weiter ist. Das wäre sonst irgendwie ziemlich eklig. Ja, klar. Und rein da! Na los! Juhu! Okay, drei Pferde reichen wir erstmal. Erledigt. Und jetzt werden wir hier erstmal weiter anpflanzen. Wir haben hier auch langsam eine schöne Weizenausbeute. Wenn wir nämlich gar nicht mehr so auf die tierischen Nahrungsmittel angewiesen sind. Bist du zum Vegetarier, oder was? Nee, nur es gibt hier leider schon wenig Kühe, weil ich schon so viel getötet habe. Ach so, ah, gut. Fressen und gefressen werden, ne? Also. So wird das Leben, ne? Ja, ich weiß, aber das sehen die hier leider manchmal nicht so ein. Und Vegetarier bin ich, glaube ich, der Letzte, der das wird. Ich bin da mehr so Anti-Vegetarier. Ja, ich auch schon so ein bisschen. Geht nichts, also ein gutes Stück Fleisch. Das ist wohl richtig. Ich esse auch nicht viel anderes, muss man dazu sagen. Fairerweise. 1, 2, 3. So viel sagen. Gut, den meisten Vegetariern geht es, glaube ich, darum, dass dann so Tiere wie Kaninchen und sowas getötet werden, glaube ich. Das ist eine interessante Sichtweise. Aber das ist natürlich dann so eine Sache, die isst man ja normalerweise nicht. Also esse ich jetzt eher selten, muss ich sagen. Kaninchen. Ich würde auch nicht essen. Ich meine, es gibt hier die eine Szene bei Wunder von Bern, da wurde ja von dem Jungen das Knicke geschlachtet, da muss ich früher mal heulen, muss ich sagen. Richtig. Also Knicke will ich schon nicht essen, aber ich meine, so die Schweine, die werden ja dazu gezüchtet, damit sie umgebracht werden eigentlich. Also ist zwar hart, aber so ist das Leben, ne? Das ist aber fair. Hart, aber ja, eben das Seine und mir das Fleisch halt, ne? So, da, Kühlchen. Ich hab grad ein bisschen Weizen da. Folgst du mir? Da habe ich schon mal eine Kuh. Wenn ich noch eine zweite finde, kann ich damit eine riesen Familie aufbauen. Und da hinten ist sogar noch eine. Ich glaube, wir sollten gleich schlafen gehen. Bau mal einfach drauf los. 5, 6. Na komm. Du schaffst es. Du schaffst es. Ich weiß, dass du es schaffst. Ja! Bleib hier drin. Ich hol einen Freund für dich. Guten Tag, Güni. Kommst du mit? Schade, dass man den keinen Namen geben kann. Ja, bau den Amboss, dann kannst du das. Ich hab ja ein Namensschild, aber. Ja, du brauchst nur einen Amboss dafür. Achso. Das ist ja kacke. Damit du das Namensschild verwenden kannst. Ich hab es nämlich im Dungeon gefunden. Na komm rein hier. Na komm, na komm. So, und jetzt macht Liebe. Och nö, ey, lass mal pennen gehen. Ja, Errungenschaft erzielt, Nahzucht. Auch schön, oder? Faul. Wo hast du denn ein Bettchen? Ich glaube, ich werde da von zwei Seiten geschossen. Rückzug, Rückzug. Nein. Alter. Du müsstest dich selber sehen. Du bist einfach nur voller Pfeile. Geil. So, mit dem Schlafen gehen beende ich auch diese Folge. Ciao!